Alright, so this is a suggestion via a donation. The name of the song is on the screen and in the title. I cannot pronounce it. I will not attempt, so I don't offend. Yes? By the artist Colega. Listen, if you are new here, please like and subscribe. The more that you like this content, the more that I know that you specifically would like to see more of this specific type of content, okay? Let's go ahead and jump into this immediately, alright? Let's check it out. If it will actually play. Here we go. I've got a gold AK with a banana clip. All right. Sights are okay, apparently. Okay. Your cigar, sir. Ooh, that sample is crazy, bro. Yeah. The bitch. Übergestapeltem Cash, noch mehr gestapeltes Cash. Frederik, gestapeltes Cash und bring das Tafelgedeck für das Abendbankett. Sonst könntest du glatt draufgehen wie auf meinem Marmorparkett. Hallo Deutschland, mir geht's gar nicht mal schlecht. Ich war turned off vom Game, hielt mich paar Jahre bedeckt. Flanierte an Schwanenseefläche, mein Tagesgeschäft. Ich stand so lang aus Touren und Taxis wie ein Adelsgeschlecht. Ich war lang zurückgezogen wie ein Flitzebogen. Nix los, bloß Kids an der Spitze oben. Daddy is back, ich erzieh diese Missgeboten. Blick drohen, strenge Fahrttermine wie Pizzaboten. Kid, Rap ist heute neben Profit. Trotzdem ein Tape nach altem Muster, das dein Schädel durchsiebt. Wie der Jeju Musik, der alte Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Du bist der. Yeah, see what I like about him, right? It's like a couple of things, right? He's obviously like probably one of the most confident people you'll encounter on this planet. He seems that way at least, right? Then also at the same time, you could also tell, just purely based off of his cadence, he knows exactly what he is doing, bro. Like, you can listen to the overall switches and changes in his cadence throughout the first minute and a half a couple of times. He's done this, he's literally switched up a couple of times, dude. His delivery is absolutely dope over this, bro. It just feels like hip-hop. This is what I enjoy. Yes, let's go. It's hip-hop. Du behauptest, deine Mutter sei eine Lady. Ach so, nein, eine Hure, auch ihr Sohn eine Hure. Sie fragt, Boss, was machst du da? Na, ich schlag auf deinen Sohn ein, du Hure. In meinem Schloss erhält der Mondschein die Flure. Sucht der Butler mich, fragt er auf allen vier in den koksweißen Spuren. Tritt aufgeschreckt herein, mit Staub bedecktem Mike. Und sagt, Schluss, Boss, mit Tennis, Golf und Bootsreisetouren. Draußen fordern sie, zerberste doch das Land mal. Im Ernst, ich fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeugvorratskammer, schrieb bei Kerzenleuchter Flamme. Paar perverse Flows, der beste Host, der Boss wird höchstens gegenüber Schmerzen. Toleranter, deine ehrenlose Mama, die für Guthaben ackert. Bläst im schäbigen Bordell, an dem mein Buchstabe flackert. Ich mach Blutbad. Massaker, Sturmwetter, Action, Hurentöchter durchlöchern wie ein Durstlöcherpäckchen, dass die Wurfmesser treffen. Ein Schlag ist folgend Drehkicks, harte Combinations wie mein Zahlenschloss am Safe geht, das ist Mafia-Boss-Ästhetik. Labrador im Käfig, melancholisch Mula in der Abendsonne zählen, immer noch Straßenapotheker. Interesting, interesting. We're now getting like some super hard internal rhythm. I respect that a whole lot, dudes. You know, a lot of people are like, listen. He's such a dope rapper. I wish you could understand him. I wish I could understand him also, obviously, right? But here's the thing. I know that he's a dope rapper without even understanding him, purely based off of his technical ability to rap, right? Delivery cadence, internal rhythm, external rhythm, right? So we're here for it, bro. We know that he's dope. Let's just, you know, respect the process, basically. Let's go. Immer noch Finger im Spiel, wie der Zahler von The Game. Immer noch Punks auf Distanz halten wie Dragunov-Gewehre. Sonst tanzen sie auf der Nase rum wie Partyhost bei Raves. Ich verlass mich auf dem Leben, auf Kalaschnikow-Regen, statt auf Spasten, die nur reden. Kalaschnikow, I understand that. Partyhost bei Raves, ich verlass mich auf dem Leben, auf Kalaschnikow-Regen, statt auf Spasten, die nur reden. Ich verachte eure Szene, yo, mein Name ist Kollega. Ich bin hobbymäßig Pusher, lese Tolstoy im Rolls-Royce und ficke deine Mutter. Hold on, hold on. Wait a second, dude. Name ist Kollege, ich bin He's saying his name is Kollega. Hobbymäßig Pusher, lese Tolstoy im Rolls-Royce und ficke deine Mutter. He's saying his hobby is I'm not even gonna try to do that, but something about driving Rolls-Royces. If your hobby is driving Rolls-Royces, that's an interesting hobby to have there, sir. Potentially.
Let's get it. Diese Rapper und den Modemarkenfetisch check ich leider wenig. Wie die Cops mein Drogenfach chinesisch. Ich komm rot nicht patenmäßig. Dominante Gestik und die Vögel knicken schneller ein als Origami-Schwäne. Du machst Clubhits für kleine Kinder. Ich stech dir auf die Brust mit dem Zeigefinger. Schluss mit der Scheiße. Spinner-Rap kann jeder Vollidiot, der sich ne Rollie holt. Auf einmal kommen unbekannte Schwänze aus ihren Löchern. Glory Holes, du hälter Tape, wenn ich ankomme. Mit Uzi gibt es blutige Fäden wie bei deinem Tampon. Du Pussy wie der typisches Ratata. Lyrisches. What happened? What happened? Hold on. Uzi gibt es blutige Fäden wie bei deinem Tampon, du Pussy, wie der typisches Ratata. Lyrisches Massaker der. Hold on, bro. I think what he's saying, potentially, is he wants to plug up the guy who he's talking about, potentially. You know, yeah. Yeah. Mm-hmm. All right, I get it. You want to plug up the, you know, with the, you know, and hold on, bro. And then he uses some type of like onomatopoeia in terms of like making the sound that the gun would make. He wants to commit a massacre potentially? Listen, I have no idea what I'm saying. Don't mind me, please. Let's go. Wie mein künstlicher Wasserfall, lass das Blut spritzen. Wie bei purpurne Flüsse. Dann kurz den Flur durchwischen und die Blutspuren vernichten. Ja, nix, das Bosses Hut, Kurzgeschichten sind wie sein Luxusohren, Wristband, da wird ruckzuck durchgegriffen. Kid. Neuer Murder Case, Tick Purple Haze, dass das Hirn wegbläst wie Kurt Cobain unterm Shirt AKs. Schick im Rotlicht dein Girl raus, da heißt's blown bis zum Burnout wie bei Birthday Cakes. Ey, back in alter Zuhältermanier, OG, doch so fresh als wär ich Rookie of the Year. Mach nicht auf Zeug, Ticker Kid, du bist ein freundlicher Jointkiffer, Bitch, der Boss ist back wie die 90er. Skyline scheint auf die City, Hustle bis zum Tod, so wie Nipsey. Big dreams, der Kreis bleibt klein. Entweder gibt dein Feind klein bei oder du fickst ihn. Irgendwann ist es vorbei, vorbei. Die Gangster ist der Tod prophezeit. Doch es ist noch nicht vorbei, vorbei. Solange das Red Light scheint auf die Tech 9. The Red Light shines off of the Tech 9. Ooh. The Tech 9 is not a bad, you know, piece of equipment, bro. It's not as accurate as you would like it to be, but it's a pretty decent piece of equipment. All right, yeah, bro. Listen, this whole thing felt like a movie, bro, like a short film, right? Yeah, his whole cinematography team, videography team, they're absolutely amazing. Every single video I see from them is just like breathtaking, bro. Like the one that they shot in Dubai, bro, that was crazy, all right? That was crazy, bro. And the one they shot in New York. Yeah, congratulations, bro. So yeah, dudes, listen, now let me know in the comments of the next one of these from him I should be listening to, and I'll get to it as soon as I possibly can. And listen, dudes, you guys all have an amazing day and enjoy it as thoroughly as you possibly can, okay?